Jana Klabunder hat es geschafft. Seit etwas über einem Jahr läuft ihre Konditorei mit Kaffee in Korbach. Bewusst ist sie hier geblieben, da wo sie herkommt. Und bewusst hat sich die 29-jährige Konditormeisterin für eine Selbstständigkeit entschieden. Ich muss nicht nach Vorgabe arbeiten. In einer gewissen Weise schon. Irgendwann weiß man, was die Kunden halt gerne essen und was nicht. Aber in der Regel mache ich das, was ich will. Und das ist mit das Schönste. Doch zum neuen Job gehört nicht nur Tortenbacken, sondern auch Rechnungen schreiben, Bestellungen bearbeiten, Einkauf und Personalplan. Alles Neuland. In der Gründungsphase stößt Jana Klabunder auf einen Berg an Bürokratie und ihre größte Hürde, die Finanzierung. Als angestellte Konditorin konnte sie nicht viel Kapital anhäufen. Das macht den Gang zu den Banken nicht einfacher. Aber eine Bank konnte ich gewinnen für mich, beziehungsweise meinen Ansprechpartner. Der hat für mich gekämpft, der musste auch mehrere Runden für mich kämpfen. Und dann war ich nachher umso glücklicher, als endlich das "Ja, wir unterstützen dich, wir helfen dir, wir machen das zusammen" kam. Und dann konnte es auch ganz schnell losgehen. Nicht nur bei der Finanzierung hat sich die Korbacherin Unterstützung geholt. Auch sonst versucht sie, sich möglichst gut zu vernetzen. Genau dabei will die Akademie für den ländlichen Raum und die IHK helfen. Und haben Gründer und Gründerinnen der Region nach Bad Wildungen eingeladen. Auch Jana Klabunder engagiert sich. Sie berät heute andere angehende Unternehmer, die sich in Nordhessen selbstständig machen wollen. Wie Niklas Welschow. Der 32-jährige Ingenieur steht kurz vor der Gründung als Energieberater in Homberg-Efze. Generell kann ich sagen, dass ich vorher noch nie wirklich in Kontakt gekommen bin mit Versicherungen, mit Altersvorsorge, weil man da ja als Angestellter einfach seine Abgaben zahlt. Und bevor man seinen eigentlichen Beruf quasi starten kann, wo man ja auch immer up-to-date bleiben sollte, muss man da schon sehr viel Arbeit reinstecken. Der Wille zu gründen scheint hessenweit besonders groß zu sein. 8,5% aller Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren haben in Hessen in den letzten Jahren ein Unternehmen gegründet oder planen es. Damit stehen sie im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gut da. Unter den Flächenländern hat Hessen sogar die höchste Quote. Eine Gründung im ländlichen Raum hat Vorteile, sagt die IHK. Man schafft sich hier einen eigenen Arbeitsplatz und hat die volle Unterstützung von dem sozialen Umfeld. Und die Netzwerke, die wir hier haben, sind intensiv. Man kennt sich, es sind kurze Wege und man vernetzt sich auch sehr stark. Diese Vernetzung wollen auch Niklas Welschow und Jana Klabunder nutzen, um mit ihren Unternehmen durchzustarten.